Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play WoW Legion. Diesmal natürlich wieder mit unserem Palalaladin, der zufälligerweise auch der Ashbringer ist, ne? Und ich habe mir noch nicht mal angeguckt, welchen Pfad wir hier irgendwie am besten beschreiten sollen, was so das Skillon angeht. Ich behaupte mal, dass hier so rum irgendwie eigentlich das Beste ist. Na gut, das sind 3, das sind 6, 9, 12, die ich da bräuchte. Das sind 3, 4, 7, 10. Ja gut, das wäre ein bisschen weniger, wenn wir erst nach hier oben gehen, glaube ich. Und dann so da lang schlängeln. Wir haben hier noch 3, 4, 7. Ja, das sieht eigentlich besser aus da oben rum. Ja, es ist eine Menge passiert und einiges davon kann ich euch noch nicht erzählen. Das tut mir auch so ein bisschen sorry. Aber das wird im Laufe der Zeit wahrscheinlich so oder so rauskommen, ne? Weil irgendwann werde ich mich verplappern und bla bla bla. Ihr kennt mich ja, ne? So, was haben wir hier denn überhaupt? Da ist Portal nach Dalaran. Oh, was hat der denn so? Oh, ich kann mir Waffen-Appearances kaufen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und das ist das Paladin Klassenset. Also da muss ich echt zugeben, das sieht verdammt nice aus. Also der Helm ist sehr, sehr cool. Das ganze Set ist extremst cool. Da muss ich mich echt mal anstrengen, dass ich das für den Paladin freispiele. Das ist ja wohl ein Muss. Ne? Aber wir müssen uns jetzt aussuchen, in welche Zone wir erstmal gehen. Und dann versuche ich euch vielleicht auch mal unterwegs so ein bisschen zu erzählen, was hier so abspackt. Ne? Also storymäßig, ich habe es jetzt halt relativ häufig schon durchgequestet. Von daher bin ich da storymäßig relativ gut informiert. Ich kann euch das zusammenfassen, aber ich werde keine Questtexte für euch vorlesen. Denn erstens müsste ich die übersetzen und zweitens ist das nicht das Format, in dem ich etwas derartiges vorhabe. Und ich glaube, dass meine... Ja, richtig, das war das mit der Uhr, wo ich wieder aktiv draufklicken muss. Nice. So. Erstmal, wir sind wieder in Dalaran und wir sollten uns mal merken, wo unser Klassenportal denn überhaupt steht. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Das werden wir relativ häufig brauchen. Denn unser Ashbringer levelt ja auch ganz gut mit durch die Artefaktmacht eben, ne? Da müssen wir dann immer zur Ordenshalle zurück und Skillorn. Das gehört sich so. Der gute Khadgar schickt uns jetzt nämlich Richtung Val'Shara. Und Val'Shara ist ehrlich gesagt meine Lieblingszone. Denn, ja, von der Story her ist die sehr, sehr schön. Viel verbunden mit Malfurion, Cenarius, dem Albtraum, Xavius, ja. Quasi wirklich sehr, sehr viel Lore, die sich, ich sag mal, auf den Krieg der Ahnen bezieht. Ne? Die Nachtelfen-Druiden-Lore finde ich sowieso relativ geil an sich. Und das Gebiet ist auch vom Design her eins meiner Lieblingsgebiete. Ne? Von daher, ja, ist das auf jeden Fall mein Top-Gebiet. Ich level da mittlerweile auch extremst fix durch, weil es ein relativ kurzes Gebiet insgesamt ist, wenn man halt die Nebenquests so ein bisschen ausblendet. Und ich glaube, Azuna und High Mountain kommen danach und Stormheim dann ganz am Ende. Und jetzt kriege ich schon Mails wieder beim Aufnehmen. Ich hasse sowas, ja. Ist okay, passiert. Soll ab und zu mal vorkommen. Ja, ihr merkt, ich bin eigentlich ziemlich gut gelaunt. Also, nachdem ich das letzte Video aufgenommen habe, ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Ich habe es nicht hochgeladen, weil ich nicht so die Motivation wieder hatte, um aufzunehmen. Und als ich die Motivation dann wieder hatte, hatte ich keine Zeit. Ja. Denn es ist was passiert, was, sage ich mal, für mich relativ unerwartet gekommen ist. Und dazu führt oder geführt hat, dass ich auch momentan zeitlich ein wenig eingeschränkt bin, was Aufnehmen angeht. Deshalb versuche ich so viel wie möglich heute zu schaffen, dass ich euch demnächst wieder ein bisschen mehr
Zeug geben kann. Ich möchte wahrscheinlich noch ein Info-Video machen dazu. Aber Aber das dauert natürlich auch einen Moment, bis das draußen ist. Und jetzt haben wir eine kleine Sprachsequenz mit Malfurion. Die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Von daher lasse ich euch mal zuhören. Ages ago, the first druids molded this land to be a reflection of the Emerald Dream. Merely an echo, but Val'Shirah is as close to the dream as this world can come. Make ready, hero. We shall soon stand in the presence of the Lord of the Forest. Follow me. Malfurion, thank Ilune you've come. It is good to see you again. You must come quickly. Something's happened. He was in the dream, but now he won't wake. We cannot stir him. What is this corruption? We don't know. It only just appeared. Ja, ein kleiner Lore-Hintergrund, ja, wer das überhaupt ist. Das ist Cenarius oder Cenarius, der Lehrer der ersten Druiden, beziehungsweise des ersten Druiden, nämlich Malfurion Stormrage. Und Cenarius ist ein sogenannter Demigott, denn er ist das Kind von Malorne. Malorne ist der weiße Hirsch, der, man nennt sie, glaube ich, Naturgötter oder wilden Götter. Und es wird nachgesagt, dass er eigentlich der Sohn von Malorne und Ilune ist, aber in dem Buch der Ahnen. Im Krieg der Ahnen, im Buch der Krieg der Ahnen, meine Güte, das mit dem Deutsch ist heute nicht so einfach, wird sehr, 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 sehr spezifisch darauf verwiesen, dass er eigentlich der Sohn von Malorne und Ysera ist. Und das erklärt auch so ein bisschen seine Verbundenheit zum smaragdgrünen Traum, denn die wilden Götter waren die Lieblingsgeschöpfe von Freya, dem Titan Keeper of Life, und die hat auch sehr viel mit den wilden Göttern und mit dem smaragdgrünen Traum und so zu tun gehabt. Ne? Von daher gucken wir uns doch mal an, was hier jetzt mit den Guten passiert. Malfurion kann das erstmal gar nicht so fassen. Da Fug ist hier los, ne? Und wir sollen jetzt mal gucken, was da denn überhaupt los ist, was passiert ist und warum Malfurion so der erste Erzdruid ist, der hier so am Kika ist, ne? Zusätzlich ist hier oben die Traum Grotte. Das ist die Klassenhalle von den Druiden. Finde ich auch sehr, sehr schön. Druiden, muss ich sagen. Macht mir sehr viel Spaß, Druide zu spielen. Es ist momentan ehrlich gesagt meine Lieblingsklasse. Und zwar nicht unbedingt wegen Gameplay, aber doch extremst wegen... und jetzt müssten wir theoretisch wieder nach Dalaran zurück, wegen dem Erz, weil wir nämlich sonst überhaupt gar keine Level mehr kriegen fürs Erz abbauen, aber das ist, also Level kriegen wir schon, aber wir kriegen keine, wie nennt sich das? Ist das mein Tankring? Das ist mein Tankring. Ich habe den Dings an. Ja. Weil wir sonst keinen Fortschritt kriegen, was unsere Profession angeht. Ne? Das Trinket ist großartig, was wir haben. Die sind beide recht großartig, die wir haben. Und natürlich prockt genau dich immer dann, wenn man es nicht braucht, ne? Und hier sehen wir haben drei Erzdruiden, die wir jetzt mal ein bisschen aufsuchen sollen, denn denen müssen wir mal in den Arsch treten. Die sollen nämlich antanzen und dem guten Cenarius da beistehen. Oh, das ist sehr niedlich. Das ist ein wirklich niedliches Bett. Ich bin andauernd am Überlegen, ob ich erzählen soll, was genau passiert ist, aber... Ich habe versprochen, dass ich es nicht tue und ich werde mich dran halten. Ich warte einfach, bis ich die Erlaubnis dazu bekomme. Ne? Wir brauchen den Spring Strider auf jeden Fall. Also ich bin jetzt hier nicht nur am groben Level. Ne? Ihr seht es, ich will natürlich auch das ein oder andere Battlepad mal mitnehmen, weil ich das beim ersten Mal nicht so wirklich gemacht habe. Da bin ich recht weit dran vorbeigelaufen und das ist nicht so schön. Also ich versuche, wie gesagt... Ich versuche, für euch regelmäßiger Videos zu machen. Ich kann es nicht versprechen, dass das ohne Probleme in nächster Zeit funktionieren wird. Ohne Ausfälle. Aber, hey, ne? Ein paar Videos sind immer noch besser als gar keine. Gehe ich mal von aus. Von daher
freut mich, dass das Viech mir gerade das sehr, sehr einfach gemacht hat. Ja, ich weiß nicht, was ich noch großartig sagen soll. Ich hoffe, ihr habt mich nicht allzu sehr vermisst. Ja, das kann ja passieren. Ich meine, ich bin schon ein bisschen geil, ja. Kann man schon mal so von sich behaupten, ne? Und ich habe auch während dem Legion-Release relativ viel gestreamt. Und jetzt auch letzte Zeit gar nicht mehr. Das hält alles mit Zeit zusammen und nicht mit Lust, weil ich habe in letzter Zeit doch schon ab und zu mal wieder Lust gehabt zum Aufnehmen. Und ja, ich warte momentan eigentlich auch nur noch darauf, dass der WoW Model Viewer endlich abgedatet wird, dass ich mir wieder ordentliche Thumbnails machen kann. Ne? Und ich hoffe, das Arsenal funktioniert dann auch wieder so weiter. Da waren ein paar Bugs in letzter Zeit drin. Ich weiß nicht, ob die immer noch persistieren oder ob sich Blizzard da mal gedacht hat, wow, Bugs, die fixen wir doch mal, ne, die Teilbugs. Und hier haben wir auch eine Sache, die sie aus WoD übernommen haben, was ich per se relativ cool finde, und das sind nämlich die Bonusobjektive hießen die, ne? Da bin ich ehrlich gesagt sehr froh, dass sie es übernommen haben. Das ist eine schöne Sache, die man so nebenbei mal machen kann. Ich sollte mal aufpassen, was ich überhaupt tue. Das wäre ganz praktisch. Aber ich habe den Parler auch ewig nicht mehr rausgeholt, von daher tut es mir ein bisschen sorry, wenn ich nicht mehr so ganz genau weiß, wie ich den spielen muss. Und welchen Cooldown ich drücken muss. Aber ihr seht, die bringt 200 Ordensressourcen. Und das ist wirklich sehr, sehr praktisch, wenn man das auch echt mitmacht beim Leveln. Denn auf Maximallevel, beziehungsweise auch schon auf dem Weg dahin, kann man sehr, sehr viel mit diesen Ordensressourcen eben anstellen. Und das sollte man dann auch doch schon berücksichtigen, ne? Achso, ich muss ja erstmal gucken. Da muss ich hin. Ich hätte auch mal den ein bisschen vorbereiten können, mal die Quests abbrechen können, die wir überhaupt nicht für Legion jetzt brauchen, ne? Also so die ganze Geschichte, die wir eben. Shield of Vengeance. Achso, das ist nur der normale Schild. Ja. Die wir halt eben hier nicht brauchen in Legion. Achso, das ist halt noch cool und deshalb wirft es nicht. Ja. Ich räume normalerweise meinen Questlog immer eigentlich ganz gerne auf. Wenn ich es denn dann nicht mehr brauche. Aber bei dem Char habe ich es irgendwie vergessen. Ganz ehrlich. Es ist aber auch eine sehr, sehr spontane Entscheidung, dass ich jetzt aufnehme, weil ich heute Zeit habe. Und zwar doch recht viel. Also ich habe jetzt noch Minimum 2 Stunden, bevor ich irgendwas anderes tun muss. Selbst dann habe ich noch. Ja, also ich müsste. Also meine Agenda heute ist, dass ich um 6:30 meinen Bruder wohin fahren muss und vorher noch duschen und mich rasieren muss. Und das ist mein ganzer Tagesplan. Ja. Also ich habe Zeit heute zum Aufnehmen und ich will das gerne nutzen. Und so viel vorproduzieren, wie ich kann, weil ich genau weiß, wenn die Uhren losgeht, ja, momentan noch Semesterferien, dann wird das mit der Zeit noch weniger. Und das finde ich persönlich nicht gut. Ja, also ich bleibe wirklich dabei, dass ich sage, ich möchte gerne weniger Videos machen insgesamt. Aber, ja, beziehungsweise, also es wird nicht mehr 2 Videos am Tag geben. Ja, das wird mir zu viel. Das kann ich mit dem, was ich momentan an Zeit auch verplane, einfach nicht mehr vereinbaren. Und es tut mir leid für die Leute, die das gerne wollen, die mir gerne beim Zocken zusehen oder die sich auf verschiedene Projekte gefreut haben. Ich kann es ja sagen, ich habe Dishonored ein bisschen angespielt und aufgenommen. Nur eine Episode bisher, aber das lag auch mehr an Zeitgründen. Ich habe das Spiel auch schon mal durchgespielt und wollte mein, mein Dishonored-Wissen dann doch nochmal vor dem zweiten Teil ein bisschen auffrischen. Dann hatte ich gedacht, okay, warte du mit dem Aufnehmen erstmal, bis der Dark Souls DLC draußen ist, weil dann kannst du dir eigentlich das alles schenken mit dem Dishonored und so, dann kannst du direkt Dark Souls zocken. Das Problem ist, ich habe mich ein bisschen verschätzt, was so das Release-Datum angeht. Ne? Ich dachte, das kommt Ende September. Ja, tut es nicht. Ne? Es kommt Mitte Oktober. Also erst in 2 Wochen. Wenn überhaupt. Also oder 3 Wochen, glaube ich sogar. Es kommt fast sogar Ende Oktober, meine ich. Und ich dachte halt so, gut, dann wartest du halt, dann lässt du halt Ende September mal und machst das dann. Naja, ich will aber nicht in dieser
Ah ja, bleib, ich will nur das Erz mitnehmen, danke. PvP-Areale gibt es auch wieder. Das ist sehr gut. Wir haben hier Cersei, was eine sehr, sehr schöne Game of Thrones-Anspielung ist. Muss man auch ab und zu mal zu würdigen wissen. Ich drücke jetzt mal Auge um Auge. Und, was haben wir hier? Hand of Hindrance. Achso, ich muss... Nein, ich hätte springen müssen. Verdammt, ich muss nochmal lesen, was da steht, Mann. Ja. So schnell geht das. So schnell geht das. Was wollte ich erzählen, verdammt? Ich bin irgendwie so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja, wir haben angefangen zu raiden. Und das ist ehrlich gesagt sehr gut. Es macht mir sehr viel Spaß an sich. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, muss ich zugeben, weil mit 30 Leuten, raiden ist schon ein bisschen anstrengend. Es ist anstrengender als mit 10 oder mit 20, die wir Maximum immer hatten. Da gefällt mir das Raiden mit den 10 Leuten ehrlich gesagt besser. Ja, es macht mir mehr Spaß, weil, sag mal, man muss sich um weniger Leute kümmern. So als Heiler, ne? Es ist ein bisschen chilliger Job. Man ist nicht so ganz kompetitiv, weil man hat halt dann 2, 3 Heiler dabei und ja, die sind halt meistens dann relativ auch gleich gut. Ne, dann muss man sich nicht anstrengen, irgendwas zu tun. Es wird weniger gefailt, weil man auf weniger achten muss insgesamt. Aber was nicht damit zusammenhängt, dass die Bosse leichter sind mit weniger Leuten, sondern weil einfach mehr los ist und man mehr Leute koordinieren muss. Und dieser Koordinationsaufwand, das ist schon ein recht großer Overhead. Ne? Man muss rausrennen, man muss gucken, dass niemand da steht, wo man gerade steht. Und nicht, also ich will mich nicht beschweren, dass wir jetzt auf einmal so viele Leute haben, die mitreden. Ich finde das gut, das ist wunderbar. Wir haben, glaube ich, sogar fast so viele Leute, dass wir noch eine zweite Gruppe aufmachen könnten. Das fände ich persönlich relativ cool, wenn wir einfach sagen, wir machen eine zweite Gruppe auf, wo wir dann... Naja, wir teilen unsere 40 Leute, die Raid-Interesse wirklich haben, in zwei 20er-Gruppen auf. Das fände ich persönlich natürlich sehr, sehr geil. Dann könnten auch ein paar Leute Tank spielen, die Tank spielen wollen. Das hätte was. Hätte auf jeden Fall was und man wäre nicht so drauf angewiesen. Insgesamt, ne? Aber wir sind momentan eh nicht auf viele Leute angewiesen, von daher ist es okay. Ich weiß nicht mehr, wie ich angefangen habe mit diesem Thema. Ich weiß auch nicht, worauf ich hinaus wollte. Die Quintessenz ist, von der ganzen restlichen Viertelstunde, die ich hier gerade zugequatscht habe, ihr werdet mich nächste Zeit wahrscheinlich wieder öfter online sehen, also auf YouTube, ja. WoW habe ich sowieso eigentlich immer gemacht, aber ich habe halt wenig aufgenommen. Und das, wie gesagt, möchte ich gerne wieder ändern. Ich möchte gerne wieder mehr für euch bringen, aber nicht so viel, wie ich früher gebracht habe. Weil, wie gesagt, das ist mir dann... Okay. Letztendlich doch ein bisschen viel gewesen. Ne? Momentan sollte ich eigentlich in meiner Masterarbeit arbeiten, aber ich habe da momentan auch einfach nicht die Zeit für. Und ich weiß nicht, wie oft ich momentan noch in diesen Satz reinquetschen kann, aber momentan sieht es nicht so aus, dass das rapide nach vorne geht, was mich ein bisschen traurig macht. Einerseits, andererseits bin ich ganz glücklich, weil, wie sagt man das? Ich will nicht fertig werden. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich weiß nicht, wenn ich fertig werde, wenn es wirklich vorbei ist mit Master und wenn ich dann theoretisch mein erstes Studium komplett abgeschlossen hätte, ja, dann, keine Ahnung. Das macht mich ein bisschen traurig. Ich weiß nicht warum. Sollte es eigentlich nicht, ne? Ich sollte mich eigentlich freuen, dass ich nicht mehr studieren muss, dass ich fertig bin. Dass ich theoretisch Geld verdienen könnte, wenn ich wollte, aber... Nee, irgendwie nicht. Ich würde das echt sehr, sehr vermissen, weil Uni-Zeit ist eine sehr, sehr geile Zeit, Leute. Ja? Ich weiß, das sagt euch jeder dann auch über die Schule. Ihr habt so gut und freut euch, ne? Aber es ist wirklich so. Ich würde meine Uni-Zeit extremst vermissen. Und ich vermisse ehrlich gesagt jetzt schon ein paar von den Leuten, die fertig sind, die ich nicht mehr sehen werde an der Uni. Weil ja sie jetzt woanders hingezogen sind, weil sie einen Master woanders machen, weil sie woanders arbeiten, keine Ahnung, weil ihre Freundin ganz woanders wohnt. Ich vermisse so viele von diesen Leuten, die einfach jetzt ja weg sind. Und ich das nicht möchte, also nicht... Oh doch, wir sind doch über 800, das ist schön. Weil ich einfach nicht... Keine Ahnung, ich will hier eigentlich nicht weg. Mir gefällt es, wo ich bin.
Ja, ich bin hier an einem guten Punkt. Ich fühle mich relativ zufrieden mit dem, was ich geleistet habe und was ich gerade leiste. Und ich weiß nicht, ich will einfach nicht, dass sich das ändert, ehrlich gesagt. Mein Bruder ist jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr so lange zu Hause. Der hat sich in Frankfurt beworben an der Universität und macht Japanologie. Da ist er genommen worden und wird jetzt fürs Erste pendeln. Aber ich denke mal, auf Dauer wird er sich da unten eine Wohnung nehmen müssen. Und dann ist mein Arschgaul nicht mehr bei mir. Und das ist, finde ich persönlich, auch ein bisschen traurig, muss ich zugeben. Ja. Also nicht, dass ich meinen Bruder unbedingt jeden Tag sehen muss, aber es ist schon so ein bisschen traurig, ne? Weil, auch wenn es nur Frankfurt ist, also ich möchte euch jetzt nicht unbedingt meine exakte Adresse geben, aber Frankfurt ist schon relativ um die Ecke, also es ist eine Stunde Zugfahrt ungefähr. Und ja, traurig, liebe Leute, dass da heute auch noch das dazukommt eben. Aber gut, man kann es nicht ändern, ne? World is a changing, ne? Um es mal mit den Worten von Bob Dylan zu sagen. Wir nähern uns der 20-Minuten-Marke. Ich denke mal, ich habe auch 2 Minuten vergessen, diese Uhr zu drücken. Von daher gucken wir uns die nächsten Quests im nächsten Video an. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr verstehen könnt, dass momentan nicht mehr so viel kommt. Und hoffe, dass ihr trotzdem noch gerne dabei sein wollt. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.